Servus meine Lieben, bestes Wetter, schweinekalt, so 7 Grad und auch ordentlich windig, macht aber nichts, weil ich meine, es lädt einfach wirklich zum Biken ein und es lädt vor allem mich dann auch jetzt mal wieder dazu ein, für euch eine kleine Video-Session mit zu filmen. Besonderer Anlass, denn ich fahre heute mal komplett mit Solarstrom. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was für viele von euch auch sehr interessant ist. Und deswegen gibt es da in den nächsten Videos auch noch mal ein paar weitere Infos dazu, welche Solarzelle ich benutze, wie der Ladeprozess funktioniert, wie die Zwischenspeicherung funktioniert, sodass ich auch bei bewölktem Wetter dann den Strom laden kann, den ich vielleicht am Tag davor aus meinem System gewonnen habe. Ja, das ist einfach so eine Zwischenspeicherung. Also in allem ein ganz cooles System, was eigentlich auch nicht wirklich teuer ist und trotzdem sehr, sehr viel bringt. Ja, die Tour heute führt uns mal jetzt auf jeden Fall erstmal hier vorne den Berg runter, dann hier quer ein Stück durch den Ort, da drüben über die Brücke, dann quer den Berg hoch und dann hintenrum durch den Wald wieder rüber zum Fernsehturm, nicht ganz, aber am Fernsehturm vorbei, hintenrum wieder runter nach Stuttgart Ost, dann wahrscheinlich kleiner Zwischenstopp wie immer im Studio, leckeres Käffchen trinken, durch den Park wieder zurück, wahrscheinlich unten am Neckar entlang wieder genau hierher. Ich würde sagen, genug gelabert, lass mal fahren. Klick, klick, Kamera drauf und ab geht's. Frische Bremsbeläge drauf. Macht das Bremsen auch vielleicht doppelt so viel Spaß. Und alles tipptopp. Das Fahrrad ist leider noch relativ dreckig vom Winter. Und wir haben ja eigentlich auch noch so halb Winter. Aber ja, relativ schmutziges Fahrrad. Und ich habe auch gerade überlegt, ob ich die Schutzbleche abmache, dann würde das Fahrrad doch auch gleich mal viel schöner aussehen. Aber ich glaube, dass unterwegs vielleicht doch noch so ein bisschen schmutzig sein könnte. Und deswegen habe ich sie mal dann doch lieber dran gelassen. Puh, ich war dann doch etwas optimistisch mit dem Wetter und habe mich von der Sonne hier blenden lassen, weil es ist dann doch kalt. Kalt, kalt, kalt. Heißt, ich muss kräftiger strampeln, damit mir warm wird. Puh. Machen wir hier rechts. Haut doch mal in die Tasten, mich würde schon mal interessieren, vielleicht fährt ja der eine oder andere von euch schon mit Solarstrom. Und wenn nicht, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, ob dich das Thema interessiert. Und vor allem auch natürlich, welche Fragen du dazu hast, sodass ich die dann auch direkt in meinem neuen Video auch beantworten kann. So viel schon jetzt. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Und ich habe mich für eine entschieden, bei der ich selbst ein Ladegerät gebaut habe. Ein eigenes. Ganz einfach, damit ich... Wow, ich muss da lang. Ganz einfach, damit ich nicht den Umweg über 230 Volt gehen muss.
einfach Gründe der Effizienz natürlich. Aber dazu dann im Detail nächstes Mal mehr. Will ja noch nicht alles verraten, sondern euch einfach mal ein bisschen neugierig machen. In der Sonne ist es echt nice, angenehm. Bin mal gespannt, wenn wir dann später in den Wald kommen, was da die Temperaturen so sagen. Hui! Was ist denn das wieder für ein Scheiß hier? Einfach mal hier den Weg wieder beenden. Ach Gott. Liebe Stadt, danke für dieses Erlebnis. So, kommen wir da rüber und wieder da hoch. Oh, da habe ich meine Ruhe. Besser. Besser ist das. Ja, wir haben heute Sonntag und ich war schon kurz davor, im Lauf der Woche wollte ich schon wieder einen Aufruf machen zu einer gemeinsamen Biketour für heute. Hab's dann nicht geschafft, aber wir werden das auf jeden Fall zusammen auf die Reihe kriegen demnächst. Sobald es wärmer wird, wird das Ganze ja, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Dankeschön. Ja, dass ihr mich im Winter kaum gesehen habt, liegt einfach daran, dass ich zwar gefahren bin, aber mehr so hauptsächlich als Transportmittel das Bike genutzt habe und nicht für irgendwelche Touren. Und das war dann einfach, glaube ich, auch nicht so spannend als Video. Deswegen habe ich da kaum was gemacht. Das ändert sich jetzt wieder natürlich. Klar, nutze ich es dann im Sommer auch als Verkehrsmittel, aber im Frühling, Sommer und Herbst macht man natürlich auch mehr Touren und bekommt ein bisschen mehr zu sehen von der Gegend. Und da macht es dann auch Sinn, dass ich euch dabei mitnehme. Ja? Uiuiui. So, wollen wir hier mein tolles Clip-System nutzen. Ups. Bin es schon gar nicht mehr gewohnt, wie das Ding funktioniert. Also wenn du dich fragst, wie ich jetzt die GoPro so schnell vom Brustgurt hier an den Lenker bekommen habe, dann zieh dir mal auf meinem Channel das passende Video dazu rein. Werbung, ja, ganz klar. Das System heißt Clip. Der Clickfix, so hieß es, Clickfix. Und ist genau das, was ich ewig lange gesucht habe für die GoPro, fürs Fahrrad. Und hilft dir wirklich ganz schnell, Perspektiven zu wechseln und die GoPro sicher zu befestigen. Megasystem. So, jetzt drehen wir mal um
Also auch das geht mega gut. So, jetzt geht es hier nämlich mal richtig steil hoch. Oh, hoffentlich komme ich da vorbei. Knapp, aber geht. So. Puh. Ja, ich fahre wie immer Turbo-Modus, ich gebe es zu, aber ich fahre den immer am Limit. Heißt, ich drücke einfach immer noch mal eine Stufe mehr, als ich vielleicht müsste. Hört man vielleicht auch so ein bisschen an der Atmung. Puh. Oh ja, die Fahrradsaison geht wieder los. Geil. Ja, durch die Blätter. Hier fahre ich eigentlich auch echt gern runter. Kriegst auch richtig Geschwindigkeit drauf. Richtig, richtig schnell. So, mal die ersten Daten der Tour. Wir haben schon 4,4 Kilometer zurückgelegt. Meine Leistung im Moment 200 Watt. Ja, wie gesagt, 260. Ich drücke hier schon trotzdem rein. Damit es schneller geht. Herrlich. Kennt ihr das Feeling, dass man ein neues Bike haben möchte? Aber man weiß, dass es eigentlich totaler Quatsch wäre, ein neues Bike zu kaufen, weil das alte ja eigentlich gar nicht so alt ist und auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, dann fahr doch einen halben Meter vor. Junge, Junge. Echt. Da kann ich nicht mal 20 km/h fahren, weil die Tante sich an nichts vorbeitraut. Und das Beste ist immer, wenn dann jemand stehen bleibt, um jemand vorbeizulassen. Und der andere bleibt auch stehen. Leute, wenn einer einfach mal weiter gehen oder fahren würde, wäre es echt hilfreich. Opa, mal zurück, nochmal eine Ansage machen. Mich würde ja mal interessieren, wie oft regt ihr euch eigentlich auf so einer Radtour? Geht es euch da genauso wie mir? Da wisch mal in Fahrt. Oh, schon wieder Auto. Alter Schwede, hey, bleib doch mal kurz stehen. So knapp. Na, hier die super engen Wege. Dann drücken sich da noch Autos durch. Gibt Schöneres. Meine Nase. Schönes Haus. Aber ich bin jetzt auch verwöhnt vom Winter, muss ich echt sagen, weil da sind die Wege einfach frei. Keine Spaziergänger, keine Autos. Das ist tatsächlich echt der Vorteil am Winter.
Lass einfach deine Ruhe. Dabei bin ich doch heute echt gut erkennbar aus 300 Meter Entfernung, so wie ich leuchte. Mir ist übrigens gar nicht mehr kalt, überhaupt nicht. Der Akku hat aber schon gelitten. Der Akku ist jetzt bei 87%, aber das waren auch echt einige Höhenmeter. Ich guck mal gerade nach. 230 Höhenmeter. Und jetzt geht's gerade so weiter. 233, 34, 35. ich sag schon mal an, ich werde hier gleich eine kleine Unterbrechung einlegen, weil ich hier jemand besuche. Und ich melde mich dann gleich bei euch, wenn es wieder weitergeht. Gibt es ein bisschen harten Cut, aber ja, manchmal ist das halt so, ne? Mal kurz auf meine Zeit gucken. Normalerweise brauche ich hier hoch 12 Minuten und 30 Sekunden, aber ich fahre eine etwas andere Strecke, deswegen ist es heute etwas länger geworden. Naja, wie auch immer. Bis gleich. So, eine Stunde später, Mittagessen erledigt und die Tour geht weiter. Auf dem Weg jetzt Richtung Wald, da wird es dann auch noch mal ein bisschen schattiger, würde ich mal sagen, weil es ist jetzt schon, naja, wie schon die ganze Zeit, so zwischen Winter und Frühling gefühlt, so ein bisschen Tendenz auf der Frühlingsseite, also nicht wirklich kalt, aber naja, solange man in Bewegung bleibt, ist alles easy. Ja, in diesem Sinne kommt die GoPro jetzt wieder hier auf meinen Gurt und wir fahren mal hier Richtung Wald. So, Perspektive sollte passen. Ich fahre jetzt übrigens ausnahmsweise mal beziehungsweise testweise die Magura Performance Bremsbeläge. Normalerweise fahre ich ja die Komfortbelege, also die C. Jetzt habe ich P testweise mal gekauft, um zu sehen, wo der Unterschied ist. Ich muss sagen, bisher merke ich eigentlich nichts. Gefühlt nicht wirklich einen Unterschied. Aber ich habe gemerkt, ich muss meine Bremsscheiben mal entfetten. Weil da auch das Bremsverhalten nicht ganz ideal ist. Und vielleicht werden dann die Belege erst so richtig abgehen. Mal sehen. Aber bremsentechnisch kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Bis auf den einen Vorfall, an den ihr euch vielleicht erinnert, wo die Vorderbremse komplett versagt hat, wo ich dann Öl nachfüllen musste. Oh, Motorrad. Oh, da habe ich auch ganz ehrlich so richtig wieder Lust dazu, mich schön auf meine Maschine zu schwingen. Aber dafür ist einfach noch zu kalt. Also so ganz ohne Bewegung auf dem Motorrad sitzen, das ist dann doch echt jetzt noch mir zu frisch. Da braucht man noch mal 10 Grad mehr. Dann macht das auch Freude. So, ja, ein bisschen durch die Stadt fahren. Wir fahren hier gerade durch Sillenbuch. Weltstadt, grüne Welle, ist natürlich tipptopp.
Eisdiele hat offen. Die Cabrios fahren offen. Die Leute sind schon im T-Shirt unterwegs, manche noch mit Jacke und Mütze. Das Temperaturempfinden variiert dann doch so ein bisschen. So, hier links. Und dann geht's da vorne direkt in den Wald. Wow, nice. Ich hab's vermisst. Also wenn ich schon 2 Tage nicht Fahrrad fahre, vermisse ich es echt schon. Aber bei dem Wetter ist das einfach echt noch mal eine ganz, ganz andere Sache, mit dem Fahrrad zu fahren. Und im Wald macht es auch gleich noch mal doppelt so viel Spaß. Wenn da nicht so viele Menschen wären. Einfach mal einen Schritt zur Seite gehen. Ich glaube, ich brauche mal so eine richtige LKW-Hupe hier am Lenker. So, was hier los? So, Gang runter und mal Gas geben, dass mir mal warm wird. Bisschen strampeln. Der Weg hier, der sieht echt sauber aus. Hat da ja einer geräumt. Der ist super breit. Zieh dir das mal rein. Wie breit ist dieser Weg? Und hier liegt nichts rum. Alles sauber. Ungewöhnlich für einen Waldweg. So, jetzt kommt Berg bald. Zum Berg ab. Hoppa, oh, ich mach mal eben meinen Helm an, muss mal kurz telefonieren. So, Handy verbunden, ja, wenn wir da vorbei sind. Können wir mal kurz telefonieren? Grüß Gott, Le. Ich wäre so in einer Viertelstunde bei dir. Alles klar. Gut. Oder vielleicht auch 20 Minuten. Mal sehen. Gut. Alles klar. Du musst auflegen, weil ich fahre hier gerade bergab. Bis dann. Ciao. Ah, ich liebe es, mit dem Helm telefonieren. Großartig. Großartig. So.
Eine weitere Kurve. Oh Gott. Warum habe ich gerade eine Stunde lang Pause gemacht? Ich könnte den ganzen Tag fahren. Aber die nächsten Tage wird es eh vom Wetter her richtig gut. Also um die 10 bis 12 Grad. Da kann man ideal fahren, ein paar Touren machen. Ich freue mich schon drauf. So, jetzt müssen wir einmal die Straße überqueren. Dann geht es hier direkt wieder in den Wald rein. Jawohl. Und dann hier hoch. Dann sind wir schon so halb am Studio. Kurzes Update. Im Moment 180 Watt aus meinen Beinen. 30 Minuten Fahrzeit. 25 km/h. 11,7 Kilometer zurückgelegt. Und es knistert so schön auf dem Waldweg. Optimal. Weitere Statusmeldung. Die Nase läuft. Ich blende mal hier den Tacho ein. Na, wo ist er denn? Hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. 38 km/h. Oh, es ist sehr frisch und windig. So. Okay. Jetzt kommen wir so ein Stückchen Straße. Und dann gehen wir aber gleich wieder zurück. Hier links rein in den Waldweg. So bald wie möglich. Da dürfte es dann auch nicht mehr ganz so windig sein. Und vor allem keine Autos. Jetzt werde ich nämlich gleich überholt. Ich glaube, hier geht's rein. Jawohl, da geht's rein. Und dann wieder rechts. Das ist doch der schönere Weg hier. Uah. Deswegen fahre ich doch Fahrrad. Nicht um auf der Straße zu fahren, sondern wegen solchen Wegen. So, geht's hier quer runter, dann sind wir schon wieder auf der Straße. So, stehen und den Arsch nach hinten schieben. Falls man mal stark bremsen muss, ist das einfach die beste Körperposition. Hier geht es nämlich so richtig steil abwärts. Na komm schon, Leute. Komm schon. So, jetzt dürften wir noch mal hier deutlich über 60 km/h gleich drauf kriegen. Yeah! Der Wind. Absolut geil.
Absolut geil. Also, also nach dem Wind ist mir jetzt mal definitiv nicht mehr kalt. So, die letzten paar Kilometer hier, Heimweg, rechts Wasser und Sonne. Und es ist kalt, es ist windig, frisch, aber es geht. Es ist so zwischen frisch und erfrischend und kalt, irgendwo da dazwischen. Aber nicht sehr kalt, aber kalt genug. Füße kalt, Gesicht kalt, Rest warm. Ich glaube, so langsam habt ihr es kapiert. Ich drehe mal wieder hier die Kamera um, damit ihr ein bisschen was von der Strecke sehen könnt. Hier ist ja auch so einiges los. Viele Radfahrer, viele Fußgänger. Wir haben ja auch Sonntag. Da wundert mich das natürlich nicht. Gutes Wetter am Sonntag. Da ist ja logisch, dass hier was los ist. Ja, diesen Weg hier hat die Stadt übrigens komplett neu gemacht. Zumindest mal ein paar hundert Meter, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil der Weg war wirklich in Ordnung. Und es gibt mehr als genug andere Problemstellen für Fahrräder, an denen man wirklich was machen muss. Und stattdessen macht man einfach hier einen völlig intakten Weg, der so aussah, neu. Wer weiß. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat und wozu. Ja, ich meine, das ist die Stelle, vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube, es war sogar das letzte Video in diese Richtung, also andersrum, wo ich dann nicht weitergekommen bin, weil die Straße abgesperrt war. Und das war dann der Grund, ne? Der Weg wurde neu gemacht. Aus mir unerklärlichen Gründen. So, die letzte anderthalb Kilometer hier gehen jetzt hier noch ein bisschen am Wasser entlang. Dann kurz nochmal quer über den Bahnhof. Und dann nehme ich nochmal wie immer den Weg über die Weinberge. Da seid ihr natürlich auch noch mit dabei. Könnt ihr mit mir ein bisschen hier die Fahrt genießen, den Ausblick, und dann werde ich natürlich am Ende meinen Akku wieder ans Ladegerät hängen. Wir haben heute gerade mal jetzt auf 73% runtergefahren. Also wirklich nicht viel Strom verbraucht. Bis jetzt 20,6 Kilometer zurückgelegt. Ich zeige euch in einem der nächsten Videos dann, wie meine Solarladestation und der Prozess im Detail aussieht. Und freue mich tatsächlich, dass ich jetzt heute wenn ich zurück bin, meinen Akku mit der Sonne von heute aufladen kann. Das ist großartig. Auch wenn es wirklich nur ein paar Cent am Ende spart, ist es doch eine coole Sache. Einfach so vom Prinzip her ist es doch total klasse, kostenlosen Strom zu bekommen. Vorne rechts wird gerudert.
Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Jetzt mal aufstehen. So. Und dann einmal links. Und dann wieder rechts. Traumhaft. Sorry, meine Nase. Kann ich ja nicht alles rausschneiden. So, kommen wir hier über Grün. Ah, schade, aber auch. Schade. Na doch. Ja. In der Ferne sieht man schon die Weinberge. Schönes Strampeln. So, jetzt kehrt hier auch dann mal ein bisschen Ruhe ein da oben. Das war jetzt heute auch keine wirkliche Biketour in dem Sinne, weil viel Straße dabei, nicht unbedingt die schönsten Strecken. Eigentlich würde ich ja lieber hier sowas fahren, ja. Und Wald machen wir dann auch wieder. Aber ich habe ja heute auch Besuche erledigt. Und das mit dem Radfahren verbunden. Und das Video hier, ja, das war ja eigentlich nur so ein Nebenprodukt, ja. Tut mir leid, ja? Zwei Vögel, ich hoffe, ihr könnt sie sehen, fliegen mit mir in den... Ja, was für eine Schweinerei. Während der Fahrt, während meinen letzten Worten, geht mir der Akku aus. Zum Glück habe ich noch einen zweiten hier in der Tasche gehabt. Ja, schaut euch mal ein bisschen um. Also das ist jetzt hier der restliche Weg. Richtig nice. Manchmal fahre ich auch so quer hier hoch, macht auch mega, mega Laune. Ja, und wie gesagt, unsere Tour ging ja wirklich da hinten entlang, quer rüber, durch diese Gartenanlagen hoch, durch den Wald, hinterm Berg wieder runter und dann hier unten am Gaskessel vorbei, den man da ganz da hinten sieht, wieder hierher zurück und nach Hause. Ja. Schön war es auf jeden Fall, hat ultra viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass in den nächsten Tagen das Wetter auch wieder richtig klasse wird und fahren wir hier weiter und ich bei Sonnenschein auf dem Fahrrad wieder ja, meine Zeit genießen kann und es wird auch wieder mehr Videos geben. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. In diesem Sinne, Leute, fahrt immer vorsichtig. Danke fürs Zuschauen und bis bald.